Damit wir noch was lernen. Vielleicht, ey, ohne Scheiß, Leute, wir gucken sie zusammen an. Geht 2 Minuten. Vielleicht passiert uns irgendwann mal was, wo wir das brauchen. Und dann wisst ihr, Alter, ich habe das bei Knatter Crew im Stream gesehen. Ich weiß wieder, wie es geht. Einfach nur mal kurz zum Auffrischen, weil ich weiß es auch nicht mehr. Bewusstlose Person mit normaler Atmung habe ich sofort in die stabile Seitenlage. Dabei achte ich, dass beide Beine gerade ausgerichtet sind. Ich persönlich befinde mich mit meinem Körper in Höhe des Beckens. Als erstes wird die Hand nach oben gemacht und im rechten Winkel abgelegt. Die zweite Hand wird mit der Handfläche nach oben gedreht. Ich greife in diese Handfläche hinein und bewege diese Hand in Richtung Kopf. Den wusste ich nicht mehr. Beide Hände bleiben am Kopf. Jetzt weiß ich irgendwas mit Beinen noch. Mit der anderen Hand greife ich dann außen in die Kniekehle, ziehe das Bein nach oben. Und jetzt Rücken knacken. Vorsichtig drücke ich jetzt das Bein nach unten und zur gleichen Zeit hebe ich die Hand am Kopf nach oben. Was passiert, wenn man so macht? Was macht der Körper, wenn man das macht? Also wofür ist das? Na, ich glaube, du musst seitlich auf jeden Fall wegen des Kopfes und du musst den Kopf dann nämlich, glaube ich, so nach oben machen, damit man halt nicht bricht. Wenn die Drehung vollzogen ist, wird der Kopf vorsichtig abgelegt. Als allererstes muss der Kopf leicht überstreckt werden. Der Mund geöffnet, damit Flüssigkeiten ablaufen können. Als weiteres muss ich das Bein noch etwas in den rechten Winkel bewegen. So kompliziert. Dass der Bewusstlose auch wirklich richtig stabil liegt und nicht auf den Bauch fallen kann. Stabile Seitenlage ist hergestellt. Ich muss an den Wärmeerhalt denken. Sieht nicht so stabil aus. Doch. Echt? Ja gut, aber Chat, ey, dass ihr wenigstens so ungefähr wisst. Ich ne? kann wenn das nicht. Weiter wisst, also doch, wenn aber da jemand mal so liegt, ich kann das nicht.